So, dann jetzt aber wirklich. Hallo, herzlich willkommen zum netzpolitischen Abend hier in der Seabase. Mein Name ist Ingo. Schön, dass ihr alle da seid. Es ist wieder ziemlich voll. Schön auch, dass die Leute uns im Internet zugucken. Hallo an alle, die im Stream sind. Auch euch herzlich willkommen beim netzpolitischen Abend. Wie ihr vielleicht schon in der Ankündigung gelesen habt, haben wir heute ein richtig volles Programm. Ich gehe deshalb jetzt nicht mehr alle Namen durch oder alle Vorträge durch, sondern stell die dann einzeln vor, wenn sie dran sind. Allerdings schon mal die Ankündigung: Es werden nicht alle 20 Minuten sprechen, wie das hier sonst meistens der Fall ist, sondern es sind größtenteils kürzere Vorträge. Das heißt, alles klar? Gut. Eher kürzere Vorträge größtenteils, von daher sollten wir nicht länger brauchen als eine Stunde, anderthalb Stunden, wie sonst auch immer. Falls ihr twittern, aus irgendwelchen Gründen Facebooken oder Instagram oder sonst was machen wolltet, zu diesem Abend, genau, dann bitte mit diesem Hashtag herzliche Einladung, den auch zu benutzen. Und Facebook ist auch schon das richtige Stichwort für den ersten Vortrag. Alexander Sander ist wieder mal da, unser Geschäftsführer von der Digitalen Gesellschaft, mit ein paar News aus Europa zu der heute getroffenen Safe Harbor-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs und zum Thema Widerstand gegen TTIP. Alex, schön, dass du da bist. Geht das Ding jetzt hin? Ja, also Vortrag ist auf jeden Fall viel zu viel gesagt. Das sind wirklich einfach nur ein paar Sätze. Zuerst dieser Safe Harbor-Entscheidung von heute, weil es tatsächlich so aktuell ist und so entscheidend ist. Es ist wirklich eine historische Entscheidung, die da heute der EuGH getroffen hat. Und zwar hat dieser junge Mann da, Max Schrems aus Österreich, ein Verfahren in Irland, wo eben der Sitz von Facebook für Europa ist in Irland, ein Verfahren angestrebt. Und zwar das Problem, was Max gesehen hat, ist eben, dass wenn ich meine Daten bei Facebook übermittle, also das bedeutet, wenn ich auf Facebook chatte oder wenn ich da eben Account anlege oder sonst irgendwas, dann werden diese Daten in Amerika gespeichert und dort können eben die Geheimdienste auf verschiedene Art und Weise, zum Beispiel durch Prism, auf eben genau diese Daten zugreifen und können eben anlasslos, verdachtsunabhängig und ja, ständig die komplette Kommunikation eines jeden Facebook-Nutzers oder einer jeden Facebook-Nutzerin ausspähen. Damit ist Max eben zum irischen Datenschutzbeauftragten gegangen. Der wiederum hat gesagt, er kann darüber jetzt nicht wirklich entscheiden, hat das Ding zum EuGH geschickt und der EuGH hat eben heute in seinen Entschluss gesagt, dass eben diese Safe Harbor-Entscheidung aus dem Jahr 2000, das bedeutet, dass eben als Amerika als sicherer Hafen für die Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger gilt. Also das bedeutet, wenn die Daten von Europäern nach Amerika übertragen werden, ist das Datenschutzniveau adäquat zu dem in Europa. Da hat der EuGH eben heute gesagt, das ist nicht so. Eben genau dadurch, dass eben diese massenhafte Überwachung durch zum Beispiel die NSA stattfindet. Und deswegen muss jetzt eben neu mit den Amerikanern verhandelt werden. Also es muss eine politische Lösung vor allen Dingen gefunden werden, damit eben die Daten europäischer Bürgerinnen und Bürger nicht mehr durch die NSA ausgewertet werden können. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Also man kann jetzt sagen, wir wollen Safe Harbor neu verhandeln. Das ist auch das, was die EU-Kommission schon angefangen hat in den letzten Monaten, was sie auch heute wieder erklärt hat, was sie weiter fortführen will. Darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, dass zum Beispiel einfach amerikanische Unternehmen, die eben die Daten von Europäern verarbeiten, ihre Server nach Europa stellen und keine Spiegelserver in Amerika haben, sodass eben die Daten einfach tatsächlich in Europa bleiben. Also egal wie, die ganze Sache kostet jede Menge Geld und es wird jede Menge politische Diskussionen geben. Es wird sehr spannend, wie da jetzt tatsächlich in den nächsten Tagen und Wochen eine Lösung gefunden wird, weil Fakt ist, dass mit dem Urteil oder mit dieser Entscheidung von heute durch den EuGH dieser Datenaustausch, diese Datenübermittlung nicht mehr weiter geschehen darf. Und dafür wollen wir auf jeden Fall Max nochmal ganz recht herzlich danken und natürlich auch dem EuGH, dass er das Problem so verstanden hat, wie wir das eben auch sehen und eben Safe Harbor damit Geschichte erstmal ist, zumindest in dieser Form. Das zweite Thema, was uns schon auch seit mehreren Jahren beschäftigt, ist TTIP.
Wir haben da in der Vergangenheit eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative auf den Weg gebracht. Selbstorganisiert deswegen, weil der erste Versuch, eine tatsächliche europäische Bürgerinitiative auf den Weg zu bringen, von der Europäischen Kommission abgelehnt wurde. Da wurden bestimmte formale Kriterien nicht erfüllt. Nichtsdestotrotz haben eben wir gemeinsam mit vielen anderen Organisationen in ganz Europa dann gesagt, okay, wir lassen uns jetzt von dieser Entscheidung der Europäischen Kommission nicht demotivieren, sondern wir bringen eben eine selbstorganisierte europäische Bürgerinitiative auf den Weg. Da war heute der letzte Tag, wo man unterschreiben kann. Also ihr könnt jetzt theoretisch noch 2 Stunden, 3 Stunden das ganze Ding unterschreiben. Wir haben schon über 3 Millionen Unterschriften gesammelt. Das ist also auch ein relativ großer Erfolg, dass hier eben in ganz Europa sich über 3 Millionen Menschen zusammengefunden haben, die eben so eine selbstorganisierte Bürgerinitiative unterschrieben haben, sich damit dann eben an die Kommission wenden und sagen, wir wollen kein TTIP und wir wollen auch kein CETA, das auch immer manchmal noch so ein bisschen am Rande untergeht, also das Handelsabkommen mit Kanada bzw. TTIP mit Amerika. Um das Ganze dann auch noch lautstark auf die Straße zu tragen, können wir dann am 10. Oktober, am Samstag hier in Berlin gemeinsam demonstrieren. Auch da rufen deutschlandweit sehr viele Organisationen und Gruppen dazu auf, an diesem Protest teilzunehmen gegen TTIP und natürlich auch gegen CETA. Ganz interessant ist übrigens, dass schon Bund der Deutschen Industrie, Bitkom und Freunde angefangen haben mit einer Gegenpropaganda, nämlich am Brandenburger Tor, und die gesamte Demonstrationsroute, wo eben die TTIP-Demo langgehen soll, haben sie dann so lustige Plakate aufgehangen, wo eben dann steht, wofür soll TTIP eigentlich gut sein, für den Abbau von Zöllen, wir werden alle im Wohlstand leben und überhaupt wird alles super. Deswegen ist es noch so umso wichtiger, dass wir eben dann eben am 10.10. gemeinsam hier dagegen demonstrieren und vor allen Dingen auch diesen Scheinargumenten widersprechen und dann eben mit Fakten argumentieren, warum das, was der BDI, die Bitkom und ihre Freunde da verkünden, nicht der Realität entspricht. Es gibt ja schon verschiedene Studien, auch die EU-Kommission selbst hat zum Beispiel mal eine Studie veröffentlicht, dass überhaupt nicht damit zu rechnen ist, dass tatsächlich ein relevantes Wirtschaftswachstum stattfinden wird. Mehr der Informationen dazu auf der Kampagnenseite und bei uns im Blog und ja, kommt zahlreich zur Demonstration. Wir sehen uns am Samstag. Vielen Dank. So, und auch wenn Alex sagt, er hat keinen richtigen Vortrag gehalten, gibt es natürlich trotzdem die Möglichkeit zu Rückfragen und bei Bedarf auch Diskussionen.